Vienna Awards for Fashion and Lifestyle, also die Wiener Modepreise, standen gestern Abend ganz im Zeichen von zwei großen Deutschen. Die eine, Topmodel Tatjana Patitz, wurde als Stilikone geehrt. Die andere, Jungmutter Sonja Kraus, moderierte mit frechen Sprüchen und prachtvollem Dekolleté. Das war vor zwei Wochen noch viel prachtvoller, weil ich bin seit zwei Wochen nicht mehr im Molkereibetrieb tätig. Ich bin so froh. Tolle Figur. Ja, ich ziehe die ganze Zeit den Bauch ein. Aber natürlich spielen in der österreichischen Modeszene auch Österreicher eine Rolle. Wir sind total happy über diesen Award, weil wir eben genau deswegen, weil wir ein bisschen was anderes machen, nie damit gerechnet hätten. Hat Tatjana Patitz schon eine Jeans bestellt? Die kommt morgen in der Früh. Es wird nur, wir müssen nur schauen, ob wir den Termin auch einhalten können, je nachdem, wie lange es halt dauert. Anilia Peschew, Tiberius, Maria Oberfrank und Michael Mayer, alles Namen österreichischer Designer, die man hierzulande kennen sollte. Denn sie stehen Gucci, Prada und Jean-Paul Gaultier um nichts nach. Um das zu unterstreichen, fand gestern zum bereits dritten Mal die Verleihung des Vienna Fashion Awards im Wiener Museumsquartier statt. Maria Dolchinova und Tiberius, internationale Namen einer feinen Nacht im Quartier statt. Noch nicht so lang wie Helmut sind die Gebrüder Stitch im Geschäft, ausgezeichnet als beste Designer und das, obwohl sie mit Mode erst seit einem Jahr was am Hut haben. Wenn du zu uns kommst, dann kriegst du genau die Hose, die du willst, nicht die der Arsch von Dior gerne machen wird, den sie jetzt eh nicht mehr gibt, sondern wir machen das, worauf du Bock hast und auf deine Maße und auf dein Design. Verschenkt haben die beiden aber noch nie eine Hose. Mode kann man zwar kaufen, Stil muss man aber selbst mitbringen. Jetzt wurden wieder mal die Wiener Fashion Awards vergeben, auch an Supermodel Tatjana Patitz, die das Publikum mit ihrem Charme entzückte. Sie war der Stargast bei den Vienna Fashion Awards im Wiener Museumsquartier, Tatjana Patitz. Ich hätte früher nie gedacht, dass ich noch jetzt arbeite, aber das hat sich auch alles sehr viel verändert und das ist mehr auf speziell auch drauf gesetzt. Man ist für sich gefragt, anstatt jemand mit blonden Haaren oder so weiter wie. Neben internationalen Gästen wie Patitz werden aber auch natürlich Persönlichkeiten der österreichischen Modebranche für ihre Leistungen ausgezeichnet. So auch das Designer-Duo Gebrüder Stitch. Sie gewinnen in der Kategorie Designer Branding. Also wir sind ja mit relativ wenig, mit einer geringen Erwartungshaltung, glaube ich, hergegangen. Und uns hat die Veranstaltung, glaube ich, positiv überrascht und noch mehr hat uns überrascht, dass wir da noch was gerissen.